Es ist 6.30 Uhr in der Früh auf einem Sonntag und heute geht's für uns nach Hamburg zur Fotopia. Also auf geht's. So, erster Stopp auf Bahnhof Münster. Da holen wir jetzt mal die Kollegen ab. So, Ankunft hier auf der Fotokina in Hamburg und wir gucken uns mal an, was gibt es hier für Neuerungen und wir starten jetzt aber erstmal mit dem Gruppenbild. Richtige Meinung kann man sich erst so richtig einen Tag danach bilden. Ja, Fotopia 2022, cooles Ausflugsziel für Fotografen oder doch in der Werbeveranstaltung. Uns hat es sehr, sehr gut gefallen. Es ist natürlich kleiner geworden, wesentlich kleiner als die Fotokina damals, aber auch, finde ich persönlich, ja, tolle Gespräche, zum Beispiel bei Sony am Stand, aber auch tolle Vorträge von Krolop und Gerst über Markus Lanz, ja, bis zu wirklich tollen Landschaftsfotografen und auch Sportfotografen. Das Thema Drohne fand ich sehr, sehr spannend, deswegen waren wir auch da, aber auch, ja, gute Sony-Kameras, die wir uns da angeguckt haben, deswegen waren wir auch da. Und ja, FPV-Drohne konnte man auch bei DJI am Stand selber fliegen. Das fand ich sehr, sehr cool. Also unser Fazit ist wirklich, es lohnt sich. Klar, es kostet auch 25 Euro pro Person, aber ich finde, ein Tag auf zwei großen Hallen, toller Außenbereich, hat sich absolut gelohnt. Ja, das war die Fotopia 2022 hier aus Hamburg. Uns hat es sehr, sehr gut gefallen. Wir haben es auf jeden Fall nicht bereut. Ihr habt die Bilder gesehen. Wir gehen jetzt noch lecker essen vom Team aus. So, zum Wohl. Und ja, schreibt uns mal in die Kommentare rein, geht ihr nächstes Jahr auf die Fotopia? Was hat euch gefallen? Und sehen wir uns dann nächstes Jahr. Ansonsten lasst gerne einen Daumen da, um hier nichts zu verpassen auf unserem Kanal. Ansonsten natürlich auch unser Podcast, unser Instagram-Kanal. Und ja, das war's aus Hamburg. Macht's gut. Ciao.